Hey Leute, willkommen zurück bei Wing Commander Secret Ops. Wie ihr seht, habe ich einiges abgekriegt und die Servos leider auch. Die Maschinen sind nicht mehr ganz so fit. Ich werde es aber trotzdem mal versuchen, jetzt in den letzten Abschnitt der Mission zu springen. Maestro haben wir schon verloren, der musste aussteigen, aber er ist noch am Leben, wie ich hoffe. Und wir springen jetzt mal in den letzten Abschnitt. Uiuiui. Feindflügel lösen und angreifen. Jede Menge Außerirdischer. Auf geht's. Auf geht's. Spring mir direkt vors Geschütz, Kakerlake. Verstanden. Ich wette, du stirbst vor mir. Ich kümmere mich mal als erstes um die Mantas. Ich habe übrigens rausgefunden, dass man mit der U-Taste den nächstgelegenen Gegner anvisieren kann. Das hat mir bei Prophecy immer gefehlt. Und, ja. An meine Piloten, Statusbericht. Ich halte mich noch. Ich kann noch mithalten. Ja, ich zum Glück auch. Die zwar nicht auf mich, aber treffen meistens mich. Ja, du armer Kerl. Wo ist die Leto? Ja. So. Ich habe bisher meine Raketen recht sparsam verwendet. Deswegen habe ich jetzt noch eine ganze Menge, was... Ich hoffe, dass mir das jetzt in dieser Mission zugute kommt. Oh, da ist noch ein Manta. Ich hoffe, dass der die Cerberus in Ruhe lässt. Ja. Ich habe relativ viel spielen müssen, um wieder hierher zu kommen, ehrlich gesagt. Oh Mann. Und so wie ich schieße, wundert mich das gar nicht. Ah, komm. Ja, ihr seht schon, ich krieg hier einiges ab. Ja, sehr gut. Wir haben immer mehr da. Oh, ein Devil Ray. Kein Wunder, dass ich hier so richtig fertig gemacht werde. Okay, du. Warte nur, was ich mit dir mache. Oder was ich mit dir mache. Komm schon, Kakerlake. Jawohl. Der hat zwar gesessen, aber hat ihn jetzt nicht wirklich beeindruckt. Okay, der hat aber gesessen. So, du Devil Ray. Ah, er wird schon rot. Er wird schon rot. Oh, oh. Mein Nachbrenner ist alle. Einsatz ausgeführt. Ein Glück. Gute Arbeit, Piloten. Einsatz abgeschlossen. Alle Feinde vernichtet. Mein Flügel, sofort in Formation. Hier spricht Casey. Ich komme jetzt zurück. Gute Arbeit, Alpha 1. Sie können landen. Oh. Gut gemacht, Leute. Gut gemacht. Oh, wow. Eh. 50% der Alien-Fighters eliminieren incomplete. Ja. Unfull used. Okay, ja, da gehen wir lieber raus aus dem unfreundlichen Bildschirm. Ja, also ich würde mal gucken aufs Killboard, da habe ich schon lange nicht mehr drauf geguckt. Ja, bin ich absoluter Spitzenreiter. Habe ich schon gedacht am Anfang gleich, dass das relativ uninteressant ist. Gut, dann fliegen wir doch gleich in die nächste Mission. Es ist nicht bekannt, wie viele außerirdische Schiffe sich im Eller-System befinden.
Raumjäger der Cerberus werden das umliegende Gebiet patrouillieren, um die Stärke der außerirdischen Streitkräfte zu bestimmen. Führen Sie Ihren Flügel Alpha entlang der Nav-Route, zerstören Sie alle feindlichen Schiffe, auf die Sie treffen, und kehren Sie dann zur Cerberus zurück. Okay, so wie es aussieht, sind das... Oh, es sind 4 Nav-Punkte. Oh, und doch eine recht umfangreiche Mission. Ich dachte, es sind nur 2 oder so. Tja, okay. Verstanden. An meine Piloten, Statusbericht. Kugelsicher und zu allem bereit. Ich kann doch mithalten. Ich könnte doch unbesiegbar sein. Alles ist in Ordnung. Nichts Neues. Gut, ich glaube, das Schiff, das wir fliegen zurzeit, ist die Panther, wenn ich mich richtig erinnere. Gut, dann schauen wir nochmal auf die Navigationspunkte. Oh, schön rings um uns herum. Alles klar, dann fliegen wir nochmal zum ersten Navigationspunkt. Nav 1, willkommen! Jede Menge Außerirdischer. Auf geht's! Moray! Noch eine Wanze weniger. Noch ein Moray. Ein Manta! So, jetzt... den haben wir gut getroffen, aber... Die Insekten schießen auf ihn! Der Tier war auch auf sie. Das ist richtig, Ungeziefer. Stirb! Wow. Ja, was sind denn das hier für Raketen? Wow. Da habe ich aber einen Haufen Täuschkörper abwerfen müssen. Hoffentlich gehen wir die nicht irgendwann mal aus. Ah ja, da hilft mir jemand. Hallo? Manta, wo fliegst du hin? So, noch ein Manta. Ah, da haben sie am Anfang so ein paar Morays vorgeschickt, um mich in Sicherheit zu wiegen. Okay. Huh. Stinkkäfer sind alle tot. Ja, Zero, du hast aber schon ein bisschen Panzerung hinten büßen müssen. Aber ich würde sagen, wir fliegen zur NAV 2, denn dieser Navigationspunkt ist geklärt. So, Mensch, bin mal gespannt, was wir uns noch alles entgegenschicken werden. Eine Devil Ray, bitte. Jede Menge Außerirdischer. Auf geht's. Stingray. Nur... Moray. Du siehst noch so einsam aus, Stingray. Okay. Okay. Der kam aus dem Nichts. Deine Zeit ist gekommen. Also im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Nichts, denn das All ist ja nichts. So, der nächste Moray, bitte. Wo bist du? Wo treibst du dich rum? Hier. Sie benutzen mich zum Zielschießen. Ja, Maestro. Wer ist hinter mir her? Helft mir! Die Insekten schießen auf mich. Sag mal, Leute, das sind ein paar Morays und Stingray. Was ist denn mit euch los? Wer ist hinter mir her? Helft mir! Oh. Der Stingray hat sich selber erledigt, indem er gegen den Asteroiden geflogen ist. Man muss aufpassen, dass mir nicht das Gleiche passiert. Die Insekten schießen auf mich. Mir wird's zu heiß. Ich steige aus.
Wir haben Zero verloren. So, mit diesem Stingray werdet ihr doch wohl fertig werden, Leute, oder? Du bist Zahnmensch. Das ist richtig, Ungeziefer. Aber es ist nur mehr. Stirb! Meister, mach sie zum Schuss bereit. Ja, dann schieß mal, Maestro, und mach dich nicht nur zum Schuss bereit. Oh, Stingray, das ist mir jetzt dann langsam zu blöde, ja? So. Wie geht's euch? Die süßen Stinkkäfer sind alle tot. Wie geht's euch? Ah, nein. Ich könnte doch unbesiegbar sein. Okay, Maestro, dir geht's gut, das ist schön. Dann fliegen wir mal zu NAV 3, glaube ich. Gut, dich zu sehen, Casey. Da haben wir scheinbar eine ganze Ladung übler Gestalten. Mein Flügel, Formation verlassen und angreifen. Oh, Excalibur stand da. Ist das eine von unseren Pilotenkolleginnen? Ja, ich hab versucht dir... Sie benutzen mich zum Zielschießen! Ich hab versucht dir zu helfen, du Idiot. Deine auch. Meine Brüder werden dich vernichten. Immer ruhig bleiben. Genau, immer ruhig bleiben. Das ist das Beste. Die Herzen sind ein Nichts gegen uns. Ihr Typen habt wohl nie genug. Einer weniger. Genau, oh, ein Manta. Hallo, Manta. So, Manta, der ging direkt durch, weil du hast keine Panzerung mehr gehabt. So, Moray. Sie benutzen mich zum Zielschießen. Ja, Maestro. Da fühlt sich ein Manta auf den Schlips getreten. Was war das? Das habe ich jetzt. Jawohl, das habe ich jetzt nicht so verstanden. Habe einen erwischt. Sehr gut, Excalibur. Ich glaube, das warst du, da gesprochen hast. Gute Arbeit, Kollege. Danke, Maestro. Da ist noch ein Moray. Und noch ein Manta. Mal kurz Pause. Ich hab aus Versehen gebremst, sorry. Schafft ihr den? Ich denke schon, oder? Ja, also. So. Ich glaube, das war jetzt NAV 3. Ja, genau, wir sind hier bei NAV 3. Jetzt müssen wir zu NAV 4 noch. Stinkkäfer sind alle tot. Oh oh. Mein Flügel, Information fliegen. Ja, dann. Mein Flügel, Formation verlassen und angreifen. Da haben wir scheinbar eine ganze Ladung übler Gestalten. Oh oh, was war denn das da gerade? Ein Devil Ray, um den kümmere ich mich als erstes. Denn, da ist roter Alarm auf allen Decks, wenn da so einer dabei ist. Hey, Casey! Das bin ich, auf den ich. Ja, jetzt fliegt man halt nicht immer in die Schusslinie rein, Maestro.
Jetzt habe ich ihn erwischt. Okay. Maestro macht sich zum Schuss bereit. Die Salve hat gesessen und ihr auch. Was ist das? Ist da nochmal von einer von denen? Sieht nicht so aus. Gut. Wir haben uns mit dem Devil Ray so ein bisschen abseits duelliert. Wahrscheinlich war das dem sein persönlicher Held hier und jetzt will er sich rächen. Oder will er ihn rächen. Aber da haben wir jetzt erstmal keine Angst. Mein Gott, Noreen. So, Moray. Muss irgendwo ein Nest von euch sein, oder? So Leute, ich komme. Wow. Das ist ein Stingray. Auch der wurde schon von unseren Kollegen erledigt und der Stingray macht es auch nicht mehr lange. Das ist richtig, Ungeziefer. Stirb! Gut. Oh, die süßen Stinkkäfer sind alle tot. Mein Flügel, Information fliegen. Jawohl. So, weiter geht's. Wir verlassen die süßen Stinkkäfer. Und sind jetzt hoffentlich... Einsatz ausgeführt. Sind hoffentlich wieder bei der Cerberus, genau. Tata! Ein großer Erfolg für die Konföderation. Alpha 1, benötige Landeerlaubnis. Gute Arbeit, Alpha 1. Sie können landen. Dann machen wir das. Ja, Leute, wieder mal eine erfolgreiche Mission geflogen. Mit dieser Panther hier. 96%. Da kann ich jetzt allerdings zufrieden sein. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle im nächsten Part weiter. Ich habe mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt und bis dann. Ciao.